so hell. Dieser Vlog hier ist jetzt auch noch ein bisschen besonders. Kaya, geh ohne mich weiter. Okay. Weil wir schon nicht krank waren und Corona und sowas. Ich habe halt auch manchmal einfach ein, zwei Monate gar keine Kooperation. Bei der könnten wir nochmal eine Werbung buchen. Ich habe damals mein Studium pausiert. Ich glaube, wenn man das sich so ein bisschen bewusst macht, dann klappt das gut, sich nicht so sehr zu vergleichen. Normalerweise, bevor ich vlogge, räume ich immer noch ein bisschen auf. Aber nö, ich dachte mir jetzt einfach so, hier, so sieht's ja aus. Da liegt Wäsche. Da liegt Wäsche, dieser Karton liegt da seit 2 Wochen. Das ist nicht gut. Es gibt einfach Phasen, da sieht's halt so aus. Es ist einfach so. Hallo. Och, ich hab doch hier auch einen Fleck, ey. Ich muss mich gerne mal umziehen, warum bin ich so hell? So, wir haben jetzt 16 Uhr, glaube ich. Und ich mach mich jetzt fertig für den restlichen Tag. Normalerweise schaffe ich das sehr gut, mich morgens fertig zu machen. Ich habe mir was einigermaßen Normales angezogen, aber ich habe meine Haare für nachts einfach drin gelassen. Aber es sieht eigentlich noch, sieht gar nicht so kacke aus. Aber ich muss mich auch, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, morgens fertig machen. Weil wenn ich das nicht mache, dann ist der Tag für mich gelaufen. Und es fühlt sich einfach auch besser an. Ich glaube, ich muss das mit meinem Handy filmen, weil diese Belichtung. So, diese 2 Löcher hier sind übrigens, weil ich mein BH immer so, also ich habe nicht mal ein BH an, ich habe ein Sport-BH an. Aber es ist so ein Tick von mir, den hier in der Mitte so nach unten zu ziehen, weil der hochrutscht. Und dann habe ich hier immer so Löcher. Diese Woche haben wir eigentlich so viel zu tun, dass ich eigentlich überlegt habe, nicht zu vloggen. Wir haben heute halt auch schon Mittwoch und der Vlog, der ist, wir versuchen den halt immer so bis Mittwoch, Donnerstag fertig zu haben. Dann schneidet Flo den am Freitag und Samstag. Und dann kommt der sonntags online im besten Fall. Und dieser Vlog hier ist jetzt auch noch ein bisschen besonders. Der muss komplett fertig sein bis Freitag morgens spätestens. Weil hier gleich noch eine Produktplatzierung kommt, auf die ich mich sehr freue. Ey, manchmal, wenn ich meine Haare aufmache, sieht es gut aus und manchmal nicht. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Ich dachte mir aber, dass es eigentlich voll der interessante Vlog sein kann, wenn ich euch heute einfach mal ein bisschen bei meiner Arbeit mitzunehmen, so. Billy, pay attention! Sorry. Weil meistens filme ich ja nur die Momente, in denen ich einfach nichts mache oder in denen wir einkaufen und so. Und red gar nicht so darüber, was hinter so einem Video steckt oder hinter Instagram-Content oder sowas. Mach mir jetzt erstmal die Haare fertig. Ich überlege ja immer noch, ein bisschen heller zu gehen wieder mit den Haaren und vielleicht sogar wieder so ein bisschen rosa. Dieses Bild hier, ey, ich werde es nicht los. Ich möchte wieder so aussehen. Seht ihr meinen Schmuck? Boah, ich finde, Schmuck macht so viel aus am Outfit. Ohne diese Ketten wäre das einfach nur ein langweiliges Oberteil. Und mit den Ketten und das direkt so. Und apropos Schmuck. Bevor ihr euch jetzt das ganze Video lange fragt, hey Vanessa, woher hast du den denn? Der ist von Bruna The Label. Ich trage hier einmal diese wunderschönen Hoops. Das sind die Saint-Tropez Grande, also die große Art. Und ich liebe Hoops. Ich gehe nie ohne Ohrringe aus dem Haus. Das ist eines der ersten Dinge, die ich morgens mache, mir wieder Ohrringe reinzumachen. Und das sind halt wirklich so Ohrringe, die trage ich jeden Tag. Und ich werde mich niemals dran setzen. Die passen einfach zu allem. Ich liebe die. Baby, Und dann habe ich hier noch diese 3 Ketten. Einmal den Choker hier. Das ist hier die Rimini. Und die ist auch richtig schön. Die kann man einmal so rumtragen. Da hat man dann so eine Blume. Oder man dreht die um. Dann hat man so ganz viele. Ich trage die halt auch zum ersten Mal so rum. Ich habe die bis jetzt immer so rumgetragen. So, und dann habe ich noch 2 Ringe. Den Bellini-Ring mit so ganz vielen. Oh, wie schön. Und dann hier noch den Venice-Ring. Da ist so eine Sonne drauf. Guckt euch an, wie schön dieses Gold auch einfach aussieht. Ich bin so ein Goldschmuckmensch. Und wie gesagt, auch wenn ich den ganzen Tag zu Hause verbringe,
Ich mache mich fertig. Schmuck hilft da nochmal besonders gut, was rauszuholen. Und der Schmuck von Bruna ist zu 100% aus zertifiziertem, recyceltem Gold und Silber mit der höchstmöglichsten Qualität. Die Designs auf der Website sprechen mich auch alle an. Sie sind super zeitlos. Man kauft sich das Stück und kann das gefühlt für immer tragen. Und das, ich liebe das einfach an Schmuck, wenn man wirklich sowas hat, so wie die Hoops. Ich trage die jeden Tag. Das sind meine Hoops einfach. Oder auch so eine Kette. So, weil man die so jeden Tag immer trägt. Und irgendwann ist es so, das ist so meine Kette. Und es passt einfach zu jedem Outfit. Und der Schmuck wird in kleinen ethischen Manufakturen in liebevoller Handarbeit hergestellt. Ist wahrscheinlich jedes Schmuckstück auch einzigartig. Und Bruna ist zertifiziert und klimaneutral. Und die spenden 1% des Jahresumsatzes an verschiedenste Umweltorganisationen. Schaut super gerne auf deren Website vorbei. Ich verlinke die euch unten in der Infobox. Ey, heute sind die echt ganz schick geworden. Und jetzt haben wir schon 16:30 gleich. Inzwischen. Kannst du bitte schneller? Devorni riecht viel besser. Wie machen wir das jetzt? Okay, ja, geh ohne mich weiter. Okay. Dann lass Lina einfach los. Hier, oh mein Gott. Ich werde das nicht schaffen. Ja, ist okay. Oder? Ja, ist doch wieder. Fast Stock vergessen, oh Mann. Idee ist nass. Aber Stock. Ich liebe die Sachen mit auf dem Spaziergang zu tragen. Ich bin seit circa 7 Uhr wach. Normalerweise ist das Erste, was wir morgens machen. Also Flo geht eine Runde mit Kai. Und dann gehen wir zusammen ins Fitnessstudio. Aber seit über 2 Monaten ist das ja so ein Ding, weil wir ständig krank waren und Corona und sowas. Und Flo geht seit dieser Woche, nee, seit letzter Woche glaube ich schon, wieder allein ins Fitnessstudio. Und ich gehe dann ab nächster Woche auch endlich mal wieder. So, dann frühstücke ich morgens immer, mache mich parallel fertig. So mein Gesicht eincremen, bisschen Make-up und so. Dann suche ich mir Outfits raus. Dann kommt es aber immer drauf an, ob ich irgendwie so ein Outfit-Reel plane oder ob ich rausgehe, was ich dann anziehe, und oft ziehe ich mich ein paar Mal am Tag noch um in den ganzen Content und so. Aber für so Make-up-Haare, Outfit und so brauche ich meistens so eine 3/4 Stunde bis Stunde, würde ich sagen, und Frühstück noch. Also dann haben wir so 10. Ja, und dann war das Erste, was ich heute gemacht habe, das Video zu schneiden, was ich gestern gedreht habe. Ich habe gestern das Pamela Reif Adventskalender-Auspackvideo gedreht. Habe ich schon ein bisschen gestern Abend noch geschnitten und heute dann den Rest gemacht. Das hat ungefähr, ich hatte so ungefähr 1 Stunde Videomaterial, und für den Rohschnitt brauche ich dann auch 1 Stunde, ungefähr 1,5. Und ich mache nur den Rohschnitt für die Videos, dann kriegt Flo das ganze Material und dann schneidet er das komplette Video bis zum Schluss. Und dann kriege ich das wieder, guck's mir nochmal an, ändere vielleicht was, wenn ich irgendwas nicht so lustig fand. Ja, und dann lade ich's hoch. Macht Thumbnail-Titel und sowas alles. Flo braucht ungefähr so, boah, es ist so unterschiedlich. Ich würde sagen, so mindestens 4 Stunden bis so 10 Stunden für ein Video, das komplett zu schneiden. Der sitzt auch jetzt heute den ganzen Tag in seinem Büro und schneidet das Video, damit es morgen online kommt. Und der wird auch dafür bezahlt. Also der ist bei mir angestellt und kriegt Geld dafür, dass er das macht. Natürlich nimmt er mir auch mega viel Arbeit damit ab. Also wenn ich mir überlegen würde, jede Woche nochmal, keine Ahnung, 20 Stunden Videos zu schneiden, wird es auf jeden Fall nicht 2 Videos die Woche geben. Und außerdem auch nichts anderes mehr auf irgendwelchen anderen Plattformen. Was es im Moment ja sowieso schon ein bisschen seltener gibt. So. Und nachdem ich jetzt heute den Rohschnitt fertig hatte und Flo die restliche Arbeit übergeben habe, habe ich die restliche Woche geplant. Ich habe diese Woche 4 Kooperationen, die ich abdrehen muss und teilweise auch schon hochlade. Dann muss ich koordinieren, was wo ist, so YouTube, TikTok, Instagram, Stories, Reels und sowas. Wann wird das hochgeladen? Wann habe ich Zeit dafür, das abzudrehen? Wann muss es fertig sein? Wann muss ich es zur Abnahme schicken, damit es rechtzeitig hochgeladen werden kann danach noch? Und ich vergesse halt auch immer, wie lange das nochmal Zeit in Anspruch nimmt, wenn ich zum Beispiel eine Story mache, da Text einzufügen und das überhaupt zu bearbeiten, das dauert auch oft nochmal 1-2 Stunden. Vielleicht klingt das manchmal so, als würde ich mich irgendwie beschweren oder rechtfertigen oder so. Ich erzähle einfach nur, wie es ist. Also ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich mache. Ich denke, es ist für viele auch einfach interessant, dahinter zu gucken und
jetzt erst zu erfahren, wie lange manche Dinge überhaupt brauchen. Ich habe halt auch manchmal einfach ein, zwei Monate gar keine Kooperation. So im Sommer vor allem wird das oft ein bisschen weniger. Und dann gibt es Phasen wie jetzt gerade, da habe ich irgendwie 4, 5 Kooperationen gefühlt in einer Woche. Zum Beispiel meistens dann so im letzten Quartal des Jahres. Dann kommt ja auch noch Weihnachten und so. Und man hatte auch oft einfach leider nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu ändern und zu verschieben und so. Weil die Anfragen kommen meistens immer mit so einer super knappen Deadline. Keine Ahnung, warum die das immer so blöd planen. Ich hoffe, man merkt, dass ich nur das annehme, was ich auch wirklich cool finde, was zu mir passt. Dann versuche ich die Werbung halt auch immer passend und interessant zu gestalten. Ich habe jetzt auch seit fast einem Jahr wieder ein Management, also eine Managerin, die sich um meine ganzen E-Mails kümmert, um meine ganzen Kooperationen und sowas. Davor habe ich das, glaube ich, 1, 2 Jahre komplett alleine gemacht. Und ich kann das nicht. Ich bin so schlecht darin, auf E-Mails zu antworten. Mich stresst das total, dass Leute da auf eine Antwort warten. Ich kann nicht verhandeln. Ich bin so schlecht im Verhandeln. Wenn jemand mir einen Preis sagt, denke ich mir so, okay. Obwohl das oft viel zu wenig war, aber ich kann das nicht. Ich bin sehr froh, dass das jetzt wer anders für mich macht. Und vielleicht auch als Tipp für alle Influencer. Ich selbst weiß nicht, was ich da für Rechte habe und so, manche schicken halt auch so komische Verträge. Das ist so gut, da wen zu haben, der sich das anguckt, der dann nochmal was ändert und so, der weiß, was meine Rechte sind. Dass der Kunde nicht einfach 4, 5 Mal zu mir sagt, wenn ich dir meinen Content zur Freigabe schicke, so, nee, das gefällt mir nicht, mach das und das nochmal anders. Weil das geht so nicht. Ich check sowieso nicht, warum manchmal Kunden so krasse Vorstellungen haben, wie ich mein Video machen soll, obwohl ich ja das auf meinem Kanal hochlade. Ich möchte ja selber, dass das Video oder das Bild oder so gut ankommt. Dann lass mich das doch einfach machen, wie ich das möchte. Und was, glaube ich, auch viele nicht wissen, ist, wenn ich euch einen Rabattcode gebe, verdiene ich nichts daran, dass ihr den benutzt. Ich glaube, das gibt es wirklich super selten. Ich hatte das zumindest noch nie. Bei mir und bei, ich glaube, so gut wie allen Content-Creatern wird vorher einen Preis festgelegt, den ich für die Werbung bekomme. Und es ist komplett unabhängig vom Kaufverhalten meiner Follower. Ich fände das auch total blöd. Das Einzige, was der Rabattcode mir bringen könnte, ist, wenn ihr den oft benutzt, dass der Kunde sich dann so denkt, oh, bei der könnten wir nochmal eine Werbung buchen. Aber eigentlich wollte ich euch bei meinem Tag mitnehmen, aber jetzt rede ich einfach nur die ganze Zeit. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant. So. Ich glaube, es ist einfacher, darüber zu reden, als die Kamera die ganze Zeit mit dabei zu haben, während ich Dinge mache. Vanessa. Ja, ansonsten habe ich bis gerade eben dieses Video hier geplant. Normalerweise plane ich Vlogs gar nicht, bis so ein bisschen. Also vielleicht mal überlegen, was ein interessanter Titel sein könnte oder so. Worüber könnte ich mal reden, wenn in der Woche nicht so viel passiert. Aber Vlogs entstehen eher ziemlich spontan. So Videos wie diese hier, die plane ich richtig mit einer Idee, mit einem Skript und sowas. Und das Video jetzt hier hat 2 Stunden gerade in der Planung gebraucht. Könnte auch daran liegen, dass mich jemand abgelenkt hat. What's up, camera? Oh, you bitte die Crawlers. Oh, sehr, sehr gut. Why stoppy? Brau, come her. Gape dir Crawlers? Ich bin ein Fox Zeus Oder? Mach mal Platz bitte. Ich mach hier liegen. Perfect danke. Ja, das ist bequem. Fall schön. Okay, ich muss arbeiten. Nein. Und so ein Skript schreiben für so ein richtiges Hauptvideo dauert oft auch schon 3, 4, 5 Stunden. Also, ich habe mir das hier mal eben mitgeschrieben. So ein YouTube-Video, bis es fertig ist, sagen wir mal 3 Stunden Skript und Idee. Vor allem Idee ist ja auch immer so ein Ding. Manchmal habe ich so 10 spontane Ideen, die alle cool sind. Und manchmal ist es so, fuck, wir brauchen bis nächste Woche Mittwoch ein Video. Wir haben keine Idee. Dann könnte ich auch mal den ganzen Tag lang überlegen und mir fällt nichts ein. Aber ich würde mal sagen, so 3 Stunden Idee und Skript anfertigen,
insgesamt 2 Stunden aufnehmen, mit alles aufbauen, Kamera aufbauen und sowas allem. Aufnehmen dauert meistens so 1 Stunde. Dann brauche ich so 1 bis 2 Stunden Rohmaterial schneiden. Dann braucht Flo, ich habe jetzt einfach mal 8 Stunden, bis das Video komplett fertig ist. Und dann brauche ich ungefähr nochmal schon eher 2 Stunden, das Video nochmal mehr angucken, hochladen, Thumbnail und Titel erstellen. Das ist ja auch immer super wichtig. Und ja, so Infobox und sowas. In meiner Infobox steht nie was drin. Genau. Also es ist so, man kann es echt nicht so pauschal sagen, wie lange so ein Video braucht. Aber ich habe jetzt mal 10 bis 20 Stunden aufgeschrieben. Je nachdem. Manche Videos sind einfacher im Schnitt, manche nicht. Boah, ich habe das schon mal in einer Story erzählt und dann hat mir eine so geschrieben, so, ja, 20 Stunden die Woche, weil ich glaube, ich damals irgendwie 10, 12 Stunden geschätzt habe für ein Video und wenn ich 2 Videos mache, sind es um die 20 Stunden. 20 Stunden die Woche, mach du mal einen 40-plus-Stunden-Job, dann weißt du, was Arbeit ist. Warum müssen manche einfach so... Macht doch, wenn ihr unglücklich mit eurem Leben seid, dann versucht, was an eurem Leben zu verändern und lasst eure Wut nicht bei anderen Leuten raus. Und ich beschwere mich ja nicht mal. Ich liebe das, was ich mache, sonst würde ich es nicht machen. Ich kann mir immer im Moment nichts vorstellen, was mir mehr Spaß machen würde als meinen Job, den ich gerade mache. Und erstmal, ich hasse diese Leistungsgesellschaft, die wir sind. Wieso ist man nur ein guter und toller Mensch, wenn man so viel wie möglich arbeitet, sich am besten kaputt arbeitet, überhaupt gar keine Freizeit hat und das ist so, nee. Ich will halt auch noch leben nebenbei und ich habe damals mein Studium pausiert, mittlerweile abgebrochen, weil ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht und mich schlecht gefühlt, weil entweder habe ich gelernt fürs Studium, dann habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich keinen Content produziert habe oder nicht gearbeitet habe und ich habe gearbeitet und mich dann schlecht gefühlt, dass ich gerade nicht gelernt habe, weil überall die ganze Zeit nur dieser Druck herrscht, was Produktives zu machen. Und ich möchte ein bisschen Abstand von nehmen. Ich möchte auch mal nachmittags sagen, so, nee, okay, für heute ist Schluss, jetzt häkel ich den restlichen Abend und guck Keeping Up with the Kardashians oder so. So, das war mein kleiner Rant zum Leistungsdruck. Und wenn es sowieso danach gehen würde, nochmal zu der Nachricht zurück, ist ja so dumm, wenn ich 20 Stunden für 2 Videos brauche und mit jedem Video verdiene ich ja auch Geld, weil das ist ja Werbung geschalten. Am Anfang des Videos, am Ende und zwischendrin. Will ich ja mehr Videos machen, ich würde ja nicht einfach 20 Stunden arbeiten, diese 2 Videos machen und die restliche Zeit einfach nichts machen. Dann würde ich ja mindestens mehr Videos machen, weil ich dann mehr Geld verdienen würde. Ja, aber ich bin jetzt für heute fertig mit YouTube. Und jetzt muss ich noch andere Dinge machen, weswegen ich leider nicht mehr als 2 Videos die Woche hochladen kann. Meine Managerin hat mir gerade ein paar Nachrichten geschickt. Ich muss ein paar Anfragen abarbeiten. Und was habe ich für heute noch geplant? Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich habe heute noch nichts in meine Story gepostet. Da muss man ja auch immer aktiv sein. Ich könnte halt noch versuchen, irgendein TikTok zu machen oder ein Reel oder ein Insta-Post. Einfach um aktiv zu sein, dass Leute mich nicht vergessen. Ja, also ich finde, YouTube ist so richtig, ich habe so eine richtige Struktur mittlerweile, was YouTube angeht, auch wenn nicht immer regelmäßig ein Video kommt, aber YouTube ist schon so an erster Stelle. Ich liebe YouTube-Videos machen, ich liebe einfach die Community auf YouTube, eure Kommentare und Instagram und ist so sehr weit runter jetzt gegangen mittlerweile. Also Stories mache ich immer noch super gerne, aber da was posten, die Plattform hat sich da ein bisschen kaputt gemacht, so. New face filters on Instagram today. This is my favorite one so far. Und TikTok finde ich auch ganz cool. Da will ich mir auch demnächst mal ein bisschen mehr Mühe geben, da ein bisschen mehr hochzuladen. Ja, das ist so das Leben eines Influencers. Die ganze Zeit nur über sich selbst nachdenken und gucken, wie man im Internet cool ankommt. Aber das ist halt auch einfach das Coole. Das ist nicht für jeden was. Und genauso wenig ist Anwalt sein für jeden was. Oder Busfahrer oder in irgendeiner Fabrik leben. Und wenn du in
Und wenn du irgendwie in der Fabrik arbeitest, hast du andere coole Dinge, die du machst oder und auch andere Dinge, die dich nerven. Deswegen, es macht überhaupt keinen Sinn, Berufe miteinander zu vergleichen. Ich habe mir gerade so gedacht, schreibt mir mal in die Kommentare eine Sache, die ihr richtig cool findet an eurem Beruf oder an dem, was ihr gerade macht, wenn ihr noch studiert oder eine Ausbildung oder so habt, und eine Sache, die euch heute richtig abgefuckt hat oder die allgemein irgendwie im Moment nervt oder so. Einfach nicht miteinander vergleichen. Jedes Problem ist ein Problem, weil das ist halt auch so dumm, ne? Voll oft sagt man so, oh, hör mal auf, dich zu beschweren. Es gibt Leute, die es viel schwieriger haben. Aber es gibt auch immer Leute, die es besser haben. Darf ich dann nie glücklich sein, weil es Leute gibt, die einen noch besseren Tag haben? So, ich glaube, wenn man das sich so ein bisschen bewusst macht, dann klappt das gut, sich nicht so sehr zu vergleichen. Hello. War Kurtzweg. Hi. Habe Snacks im Flur geraken. Okay. So eine Diva, ne? Ich brauche nun mal meine Snack. Ja, du. That's a Kai Lifestyle. Manchmal ist sie in so einem komischen Modus. Nix Modus. Lifestyle. Die ist, ich schwöre, das ist eine Katze. Das ist kein Hund. Falls ihr einen Samoyeden wollt, aber Katzen nicht mögt, dann holt euch keinen Samoyeden. Weil Samoyeden sind voll wie Katzen. Ne? Miau. So, wir haben jetzt 18 Uhr, glaube ich. Und es wird jetzt langsam dunkel. Also werde ich heute wahrscheinlich auch keinen Content mehr produzieren. Mal wieder. Deswegen kommt von mir auf Instagram und TikTok nicht jeden Tag. Ich würde so gerne jeden Tag da was hochladen. Das macht mir halt auch Spaß und so. Ich habe meistens, wenn ich Zeit dafür habe, bin ich zu unkreativ an dem Tag. Und wenn ich kreativ genug bin, habe ich keine Zeit. Weil ich irgendwie Sachen beantworten muss. Ich muss jetzt noch eine Caption schreiben für eine Kooperation. Und dann muss ich 2 Videos planen, die ich diese Woche noch drehen muss. Und danach muss ich diesen Vlog hier schneiden, weil Flo den morgen komplett fertig schneiden muss. So, fertig gearbeitet. Und jetzt gehe ich hoch, schaue, wie weit Flo mit dem Video ist und frage ihn, ob wir was zusammen essen wollen. Essen klingt immer gut. Ich esse Hand. Das ist auch so ein Ding, was ich sehr schätze an dem, was ich mache. Ich nehme mir halt immer wirklich Zeit zum Essen, so mittags was kochen, dann zusammen was essen. Wir schauen dann meistens irgendeine Serie, die so 20 Minuten geht. Im Moment schauen wir mittags immer Superstore zusammen zum Essen. Ich fand die Serie am Anfang okay, also sie war ausreichend. Aber mittlerweile ist sie noch ganz gut geworden. Und abends koche ich dann auch so richtig noch für uns. Er macht die Regel, ich koche und Flo macht die Küche sauber. Und das klappt seit, weiß nicht wie lange wohnen wir zusammen, fast 3 Jahren. Sehr gut so. Hi! Boah, du warst noch gar nicht in diesem Video heute. Noch gar nicht? Nee, ich glaube nicht. Oder hast du beim Spazieren dich auch gefilmt? Können wir mal darüber sprechen? Einen Moment, ich muss jetzt was ansprechen. Wie absurd das ist. Wir haben 9:30 und ich trage eine Mütze im Haus. Ich bin so verrückt. Ja, das war Gisela 40. Aber ich finde es halt witzig, dass ich hier mit der Mütze liege. Wir haben gestern eine Folge Temptation Island geguckt und dann eine Folge Liebe macht blind. Mhm. Und das war so ein Unterschied. Temptation Island ist bis jetzt so langweilig. Ach ja. Vor allem die letzte Folge, wo die auf diesem Boot waren, das wurde so krass angeteasert und es ist einfach nichts passiert. Allgemein, die Staffel wurde von Lola so online so angeteasert. Ja, so. Die meinte online, ich folgte auf Instagram, dass das die krasseste Staffel ist. Da ist bis jetzt nichts passiert. Nee. Aber Liebe macht blind. Dritte Staffel ist richtig gut. Die letzte Folge war so gut. Ja, die Staffel ist richtig gut. Und wir essen hier Habe ich Tzatziki im Haar? Nein. Ja. Ein Lindor-Bärchen-Papier. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.